Der Landkreis Vechta feiert die Geburtsstunde der Demokratie und rund 170 Gäste folgten der Einladung. Für Landrat Herbert Winkel ein toller Erfolg. Also ich fand es erstmal toll, dass wir ganz viele Besucher hatten, dass großes Publikum da war und sich anscheinend viele für dieses Jubiläum heute interessiert haben und sicherlich auch für unseren Festvortragenden heute, Guido Knopp, der ja nun doch eine bekannte Größe ist und insofern mit Sicherheit auch Leute gezogen hat. Guido Knopp, bekannter Historiker aus dem Fernsehen, hielt die Festrede. Den gebürtigen Hessen führte es im Rahmen der 70-Jahr-Feier das erste Mal nach Vechta. Ich habe mich natürlich, bevor ich hierher kam, beschäftigt mit Vechta. Und das, was heute gefeiert wurde, hat meine große Hochachtung gefunden. Eben die erste demokratische Selbstverwaltung in der Nachkriegszeit. Und dass die Briten das ausgerechnet in Vechta gemacht haben. Es war ja ein Experiment, so kurz nach dem Krieg. Das ist ja auch eine Anerkennung für die Struktur dieses Kreises, denn hier in der Gegend waren die Nazis nie besonders stark in der Nazizeit. Dafür war das Oldenburger Münsterland zu katholisch geprägt und deswegen ist es auch eine Ehre, dass es hier stattgefunden hat und dass das 70 Jahre lang so gut gegangen ist, cum grano salis, unterm Strich so einen tollen Aufschwung genommen hat, darauf können alle hier sehr stolz sein. Im Anschluss gab es noch eine Podiumsdiskussion, moderiert von OV-Reporter Giorgio Zimurtas. Weitere Infos gibt es in der gedruckten Ausgabe der OV vom Dienstag und im E-Paper.